Tag auch. Das soll die Videoantwort werden für den Frank vom Kanal Supracore zu seinen 900 Abonnenten. Erstmal dazu herzlichen Glückwunsch. Hoffe, es werden noch viel, viel mehr. Und was ich an deinem Kanal mag, ist die tollen Messer, die du vorstellst. Eins der Messer, die du mal vorgestellt hast, ist ja auch wegen dir zu meinem Lieblingsmesser geworden. Das Spyderco Gale Bradley. Und auch du hast unwahrscheinlich viel Ahnung von Messern und bringst das auch immer wieder gut rüber. Auch weil ich immer ganz klasse finde, sind deine Folder Talks. Sobald du die online bringst und ich Zeit habe, schaue ich sie mir natürlich sofort an. Du hast uns gebeten, für dein Giveaway dir unsere stabilsten Folder zu zeigen. Ja, dann will ich damit mal anfangen. Wie auch du habe ich das Zero Tolerance aus der 300er Serie, aber hier das 0303. Und ja, das Ding kann man wegstecken, denke ich mal. 4 mm Klinge, über 200 Gramm schwer, eine Achsschraube, die ich sonst so nicht mehr gesehen habe. Fetten Titanliner und die andere Seite G10 und auch noch Stahl. Wie gesagt, das Ding macht so schnell, glaube ich, nichts kaputt. Ja, aber dazu brauche ich auch nicht mehr viel zu sagen. Das kennt jeder und Tests von dir und anderen, wie stabil das Teil ist, haben ja schon so einige gesehen. Ja, dann gehen wir mal rüber zu Spyderco. Da dieses hier, das Spyderco Valentin, ist auch bestimmt sehr stabil. 4 mm dicken Klingenstahl, Stahlliner und nicht gerade die dünnsten. Der Liner Lock stabil, sitzt fett drauf. Alles sehr schwer und massiv gebaut. Ich gehe mal davon aus, dass das Ding so einiges wegstecken kann. Vor allen Dingen auch, wie man hier sehen kann, die Daumenpins. Gehen noch in die Backen des Griffes rein und stabilisieren die Klinge nochmal zusätzlich. Ja, was ich auch für sehr stabil halte, ist das Spyderco Manix 2. Dieser Ball Bearing Lock. Ich glaube, das ist einer der stabilsten Locks, die man so auf dem Markt findet. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Tests habe ich noch nicht gemacht, aber dazu ist das Messer auch sehr stabil gebaut. Auch hier wieder sehr stabile Stahlliner, nicht skelettiert, massiv und über 3,2 mm dicke Klinge. Hier wackelt nichts, hier sitzt alles bombig, also das Ding dürfte mega stabil sein. Ja, dann haben wir hier noch mein Lieblingsmesser, das Gale Bradley. Auch hier eine massive Klinge, massive Steinliner mit einem perfekt sitzenden Liner. Da rutscht nichts weg, der sitzt. Und auch sonst die Verarbeitung 1A. Ich glaube nicht, dass das Ding so schnell in die Knie geht. Ja, was haben wir denn da noch? Das müsste eigentlich erstmal gewesen sein.
Vielleicht habe ich jetzt hier noch ein paar stabile Messer, die ich jetzt nicht gezeigt habe. Aber ja, doch, eins haben wir noch. Auch wenn es gar nicht mal so aussieht. Hier dieses kleine Pullforce Bravissimo, das eigentlich aus der Bravo-Serie kommt, hat ein 3,5 mm dicke Klinge und wie man sehen kann, ein Backlock, der aber auch wirklich sehr kräftig einschlägt. Also ich glaube schon, dass dieser Backlock einiges aushält. Auch wenn andere den Backlock für nicht so sicher halten. Ich glaube, dieser Backlock hält einiges aus. Und auch sonst ist dieses Messer sehr stabil verarbeitet. Auch kräftige Stahlliner, dieser wahnsinnig kräftige Backlock und diese stabile Klinge werden auch das Messer zu eines der stabilsten Messer, die ich in meiner Sammlung habe, machen. Auch wenn es eigentlich sehr hübsch aussieht und feiner als die anderen wegen diesen Holzgriffschalen aus Olivenholz. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Frank, mach's gut. Ich hoffe, ich sehe noch viele, viele Videos von dir. Und damit bin ich raus. Tschüss.